Good morning in the morning. Ich bin jetzt bereit loszufahren. Wir fahren jetzt nach Düsseldorf zu Olala Beauty und werden dort meine Lippen auffrischen und ich freue mich einfach übertrieben und würde sagen, ich nehme euch mit. Wir sind jetzt da nach einer Ewigkeit gerade, weil das Parkhaus geschlossen hatte. Ja, ich hasse es. Ich hasse es. Aber wir sind da. So Leute, ihr wisst, dass ich wie immer zu Olala Beauty gehe. Ich bin unfassbar zufrieden. Da war die Betäubungscreme drauf und da ging es auch schon los. Ich habe euch das in der normalen Geschwindigkeit mal drin gelassen, diesen kleinen Teil, damit ihr seht, wie entspannt das Ganze gemacht wird. Und ich bin wirklich unfassbar zufrieden. Bitte jetzt nicht erschrecken, denn ich bin direkt im nächsten Part angeschwollen. Leute, ich sage einfach absolut gar nichts dazu, wie ich direkt nach der Behandlung jedes Mal anschwelle. Aber das Ergebnis ist wirklich ein Traum. Also ich bin so, so happy. Ich werde euch natürlich noch mitnehmen, wie das Ganze dann verheilt, weil das ist logischerweise nicht das Endergebnis. Aber die Form ist diesmal so unfassbar schön geworden. Ich liebe es einfach. Übrigens ist direkt gegenüber eine Patisserie und die solltet ihr definitiv ausprobieren. Da ist es so lecker. Ich habe mir gerade überlegt, eigentlich könnte ich auch mal so ein Lippenabheilungstagebuch hier auf YouTube beginnen. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir jetzt mal hier mit den nächsten Teil von dem Vlog. Ich wollte das Ganze eigentlich in meinen normalen Vlog mit einbinden. Allerdings glaube ich, das wäre sehr interessant, wenn ich so ein Abheiltagebuch hier mit reinmache und würde sagen, wir starten jetzt. Wir haben mittlerweile schon ein paar Stunden später und so sehen meine Lippen mittlerweile aus. Ich werde leicht blau. Ich bin extrem, extrem geschwollen. Egal ob in die Weite oder in die, ja. Also ich weiß nicht, ich kann es euch auch nicht erklären, warum ich immer so stark anschwelle, aber ich bin das schon gewohnt und dementsprechend plane ich das natürlich auch mit ein. Heute ist auf jeden Fall Tag 1 nach der Unterspritzung. Heute Abend wird es wahrscheinlich entweder wird es heute Abend am extremsten oder morgen früh. Aber beide Zeiten sind bei mir nicht so vorteilhaft. Deswegen, ihr seid schon mal vorgewarnt. Und ja, ich würde sagen, ich checke später oder morgen früh oder morgen Mittag dann wieder ein. Tag 2, wir haben schon abends, schon sehr, sehr spät. Aber die Schwellung ist gut zurückgegangen heute Morgen, beziehungsweise diese Nacht war es so extrem. Ich bin nämlich eingeschlafen und das war Katastrophe. Ich kann hier mal ein Bild einblenden. So sieht es jetzt aus. Ich habe hier einen leichten blauen Fleck bekommen und hier. Übrigens hatten wir hier auch noch was unterspritzt. Ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt habe, weil hier die Seite ist ein bisschen ausgeprägter als die. Deswegen haben wir das ausgeglichen, dass sie ist auch ein bisschen angeschwollen. Und ich bin jetzt schon so happy. Ich bin so gespannt, wie es aussieht, wenn alles komplett abgeschwollen ist. Langsam geht nämlich auch diese Beulen so gesehen weg und ich bin gespannt, wie es morgen aussieht. Heute ist Tag 3 und ich finde, die Schwellung ist gut zurückgegangen. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen blau an den beiden Stellen, aber an sich ist die Schwellung wirklich viel, viel besser und auch diese, wie nennt man das? Diese Stelle hier wird auch ein bisschen besser. Das freut mich extrem und ich liebe das Ergebnis. Tag 4 jetzt mal im geschminkten Zustand. Ich werde mich nämlich jetzt abschminken, euch das ungeschminkte Ergebnis dann zeigen, wie meine Lippen jetzt aussehen. Leute, ich hoffe und bete, dass meine Lippen exakt genauso bleiben. Von der Form her, von der Dicke her. Ich liebe das. Vor allen Dingen geschminkt. Es sieht so nice aus. Und die Form diesmal. Also ich dachte, die Form, die ich drin hatte, kann man nicht toppen. Aber das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich würde sagen, Leute, ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal ungeschminkt. So sieht das Ganze jetzt ohne Make-up aus und Leute, es sieht einfach fantastisch aus. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ist mir vollkommen egal, ob ihr große Lippen mögt oder nicht, aber das hier ist einfach best- und erstklassige Arbeit. Einfach der Hammer. Also das Ergebnis ist ein Traum. So Leute, wir haben mittlerweile fast, ja sogar über eine Woche später nach meiner Lippenunterspritzung und ich denke, dass es das mit der Schwellung auf jeden Fall war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich mit dem Ergebnis bin. Ich liebe es einfach. Die Form, die Größe ist einfach maximal perfekt. Und ja, ich bin hier noch so ganz, ganz leicht blau an diesen beiden Stellen. Da sind noch so Mini-Punkte. Das hattet ihr auch im Abheilungsprozess gesehen. Aber das ist für mich vollkommen normal, weil ich bin das gewöhnt. Also ich bekomme ultraschnell blaue Flecke. Ich schwelle immer extrem an. Haben wir auch am Anfang des Videos gesehen, beziehungsweise im Mittelteil. Und ja, ich bin auf jeden Fall mehr als zufrieden. Ich liebe das Ergebnis. Und das ist exakt das Ergebnis, was ich haben wollte. Das ist so krass, weil ich einfach genau das Ergebnis haben wollte, was ich sonst im geschminkten Zustand habe, weil ich ja immer unnormal übermalt habe. Und jetzt habe ich das Ergebnis einfach ungeschminkt. Ich liebe es. Ich dachte mir, ich nehme dieses Update noch einmal ganz kurz in das Video mit rein. Denn ihr hattet ja gesehen, ich bin komplett abgeheilt und ich bin unfassbar zufrieden mit dem Ergebnis. Die einzige Stelle, an der es nicht komplett symmetrisch ist, ist hier.
Und das seht ihr, wenn ich meinen Mund schließe. Seht ihr das? Hier an dieser kleinen Stelle fehlt ein bisschen Volumen. Und deswegen fahre ich heute zu Olala Beauty und lasse diese kleine Mini-Stelle ausgleichen. Und ich würde sagen, wir sehen uns danach einfach wieder. So, Leute, es sieht gerade ein bisschen mehr aus als auf der anderen Seite. Wir kennen das ja mittlerweile. Ich schwöre immer extrem an. Aber jetzt ist es wirklich perfekt. Ich bin so gespannt. Ich werde euch, glaube ich, übermorgen nochmal mitnehmen. Und dann geht das Video auch online, dass ihr wirklich seht, dass es ist einfach zu perfekt geworden. Ich liebe es. So, Leute, I'm back at home right now. Ich bin jetzt gerade zu meiner Mama gegangen und wir sehen mal wieder, wie wunderschön ich anschwelle. Ich sage dazu auch langsam nichts mehr. Das ist einfach mein Körper, Leute. Also allgemein mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen länger zum Verheilen und so brauche als damals. Aber keine Ahnung, vielleicht liegt das am Alter, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall komplett ausgeglichen und ich hoffe, dass morgen spätestens übermorgen Schwellung weg ist und wir dann das endgültige Ergebnis sehen. Da freue ich mich nämlich übertrieben drauf. Und ich lieb's. Ich bin so happy mit der Größe, Leute. Also der Größe meiner Lippen. Ich bin unfassbar zufrieden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen oder übermorgen. Good morning in the morning. Ich wollte euch ein kurzes Lippen-Update geben. Ich finde, die Schwellung ist schon besser als gestern. Aber ich sehe, dass die seit halt, wenn man so guckt, noch definitiv mehr geschwollen ist als der Rest meiner Lippen, weil die sind schon abgeschwollen. Und ja, aber ich liebe es. Also es ist definitiv gleich jetzt vom Ergebnis her. Und ich bin so, so happy, Leute. Also ich kann euch Olala Beauty wirklich nur ans Herz legen. Sie ist meiner Meinung nach eines der besten, was so Lippenunterspritzungen angeht. Sie arbeitet auch super natürlich. Aber auch wenn ihr zum Beispiel ein bisschen was Unnatürlicheres wollt. Also ihr könnt ihr wirklich alles sagen, was ihr gerne hättet. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr möchtet, eine extremere Lippenkontur haben. Also dass es so ein bisschen noch intenser aussieht, glaube ich, sagt man. Oder halt super natürlich. Ich habe ja am Anfang auch das so gemacht, dass wir kaum Kontur gearbeitet haben und diesmal habe ich so ein bisschen drin. Ich liebe es einfach extrem und ihre Arbeit ist einfach ein Traum. Also, wenn ihr bei Olala einen Termin machen möchtet, verlinke euch unten alle ihre Informationen. Freue mich, wenn ihr liebe Grüße von mir bestellt und würde sagen, ich beende jetzt hiermit mal das Video, auch wenn es jetzt nur einen Tag später ist. Aber wir haben übrigens jetzt am Abend von dem, was ich euch gerade gezeigt habe und ich dachte mir, ich blende euch das Ganze jetzt nochmal in geschminkt ein, dass ihr das Ganze auch nochmal sehen könnt. Ich liebe das Ergebnis. Also die Schwellung ist immer noch minimal da, ist ja logisch. Das dauert auch immer ein paar Tage, bis das komplett weg ist bei mir. Also bei mir dauert es meistens immer so 2-3 Tage, bis die Schwellung komplett weg ist. Ich bin aber wirklich unfassbar zufrieden. Also ich bin so gut wie gar nicht mehr am Übermalen. Ich habe heute versucht, die Seite ein bisschen größer zu ziehen, weil die Seite ein bisschen angeschwollen ist. Aber an sich, ich bin wirklich unfassbar zufrieden. Und Leute, ihr seht das Ergebnis selber. Also ich finde, das Ergebnis spricht wirklich Bände und die Form, die Dicke, dieses nach außen. Ich liebe das einfach, wie es geworden ist. Und ich finde, es ist wirklich perfekt. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, wie man merkt. Und ich würde sagen, weiter geht's mit dem Video. Ich denke, man kann sehen, dass das Ergebnis wirklich Perfektion ist. Und ja, ich liebe es auf jeden Fall sehr und würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und vor allen Dingen sagt mir auch gerne mal, wie ihr den Teil fandet, dass ich diese Abheilung so ein bisschen mit reingenommen habe. Das würde mich sehr interessieren. Dass es jetzt nicht nur so ein Vorher-Nachher war, sondern wirklich so ein Vorher-Nachher-Abheilung und so weiter. Und ja, ich bin auf jeden Fall verliebt in das Ergebnis und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.